Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Beyond Good and Evil in der 20 Jahre Edition. Dankenswerterweise zur Verfügung gestellt durch Ubisoft. Wo muss ich jetzt hin? Genau, stimmt. Später gibt es einen Tiersensor. Ja, nämlich wir müssen aber hier unten mit dem Schifflein losfahren, ne? Oh ja, richtig. Die Batterien sind tot. Meine Güte, mach langsam! Du holst dir einen Leistenbruch! Jade, Reporting und Co. müssen dringend... Wir sollen in die Mine, haben wir einen Auftrag bekommen. Im letzten Part. Okay, los geht's. Am besten wir fahren direkt zur Mamago-Werkstatt. So, okay, dann fahren wir direkt in die Werkstatt. Ganz vergessen. Das müssen wir auch wieder steuern. Stimmt. Oh Mann, Mr. Hovercraft geht's gar nicht gut. Es muss halten, bis wir bei Mamago sind. Die haben, was wir brauchen. Eine Kernherausforderung abgeschlossen. Ey, ihr Typen, schießt auf das falsche Ziel! Entschuldigung. Nun, das war's. Fini. Finito. Ende. Ah, verdammte Dreckskarre! Und die Werkstatt ist nur 300 Meter entfernt. Ist ein Hovercraft. Erste Mal Platte. Bei Mamagos gibt's Ersatzteile satt. Ist die Hovercraft. Erste Mal Platte. Bei Mamagos. Hey Mann, wo ist das Problem? Ich fahr vor und schlepp euch zur Mamago-Werkstatt. Mamago! Hey, es funktioniert. Ja, so ziehen sie die Kunden direkt ins Netz. Ich will mich nicht beschweren, man ist ja kaputt, unser Hovercraft. Ich muss raus aus dieser Räucherkammer, Jade. Ja, hier riecht's auch schon irgendwie nach geräuchertem Speck. Rhinoceros Sapiens. Die Auflistung wird langsam. Vielen Dank noch einmal. Hi Sam. Jo, Jade, schön dich zu sehen. Hab mir schon Sorgen gemacht. Diese Domt-Meteore sind auch recht nah bei euch runtergekommen, oder? Ich hoffe, ihr konntet euch in Sicherheit bringen. Und die ganzen Knirpse, sind sie okay? Und die neue, wie macht sie sich? Es klingt schon heiß her, aber am Ende ist alles gut ausgegangen. Danke, Isam. Kann ich ein bisschen bei euch angucken? Klar kannst du, Jade. Bedien dich. Aber nicht vergessen, unsere Mama akzeptiert ausschließlich Perlen. Jay, zieh mal. Ein Doms-Meteor hat uns ein neues Oberlicht beschert. Guck mal, da oben. Konto-Identifizierung. Okay. Was ist das? Perfekto, ich hab's gescannt.
Jay! Halt doch mal die Füße still! Du bringst dich noch um mit dieser Hektik! Da kann man was brauchen. Vielleicht mir über 20 Perlen. Ja, sogar 30. Ich schätze mal, dass wir das hier kaufen sollen. Ein Speedkraftmotor zu installieren. Ein Speedkraftmotor. Kein Problem. Na, ja, spricht tatsächlich hübsch, so wie ich dachte. Perfekto, ich hab's gescannt. Im Radio sagen sie, es würde einen neuen Angriff geben. Lasst euch nicht überraschen. Ellie sind wieder draußen. Voller Alarm! Schilde hoch! Aktiviert die Schutzbarriere! Versiegelt alle Türen! Es schießt auf die Fischer, Jade! Pass auf die Minen auf! Das ging flott. Voller Alarm! Voller Alarm! Die Boote schießt auf die Fischer, Jay! Aktiviert die Schutzbarriere! Versiegelt alle Türen! Pass auf die Minen auf! Okay, ich lasse ihn nicht aus den Augen. Feuer! Volltreffer, Jay! Hey, gleich wieder untergegangen. Nice. Ach cool, es reparieren. Ich drück die ganze Zeit F. Es schießt auf die Fischerbarriere. Versiegelt alle Türen. Feuer! Lass es nicht entkommen, Jade! Okay, ich lasse ihn nicht aus den Augen. Bring dich dran! Versuch hinter ihm zu bleiben! Pass auf die Minen! Da war's es. Den Wurm hat... Hey Paige, eine neue Perle. Die können wir gut gebrauchen, wenn wir wieder zu den Mamagos müssen. Sehr gut. Wieder eine Perle. Hey Jade, ein Schwarm blauer Skorpionsfische. Wetten, dass das Forschungszentrum interessiert? Ja, sehr gut. Aus der gleichen Foto. Familie wie die Skorpionsfische. Schwer zu fotografieren. Das stimmt. Miss Jade, Mr. de Castellac möchte Sie so bald wie möglich auf der schwarzen Insel. Schwarze Insel, okay. Ich schätze mal, wir müssen da hier durchdüsen.
eine gefährliche Zone. Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrem Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrem eigenen Schutz. Danke für Ihre Kooperation. Danke für Ihre Kooperation. Sie betreten eine gefährliche Zone. Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrem eigenen Schutz. Danke für Ihre Kooperation. Dann müssen wir doch hier in die Stadt rein. Auch okay. Wo war die schwarze Insel gleich nochmal? Südliches Tor. Einfach geradeaus. Hey, da hinten brennt's. Die Meteore sind durch den Schild gebrochen. Wir müssen super vorsichtig sein, Jade. Die Angriffe werden immer intensiver. Da hier ist eh noch alles zu. So, schauen wir mal, ob wir jetzt da durch sind. Denke auch mal. Da ist sie, die schwarze Insel. Land in Sicht, Captain! Schwarze Insel voraus! Ah, okay, es sind immer noch die gleichen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, die sahen so viel größer aus. Zeugen gesucht! Die Verräter des Iris-Netzwerks sind irgendwo auf Hillis. Schwarze Insel. Achso, war gar keine lange Videosequenz. Da. Hallo, Miss Jade. Mein Arbeitgeber, Mr. de Castellac, ist wie alle Hylianer an einem schnellen Ende des Krieges interessiert. Die Alpha-Abteilung behauptet, die Doms zu bekämpfen, aber man sagt uns nicht die Wahrheit. Die Doms-Monster haben bereits jeden Winkel unseres Planeten infiltriert. Zwei Exemplare wurden unten in dieser Mine gesichtet. Wenn wir die Bevölkerung nicht warnen, wird sich ihre Anzahl radikal erhöhen. Mr. de Castellac ist bereit, eine sehr hohe Summe zu bezahlen, um Fotos von einem Paar dieser Monster zu bekommen. Dies ist eine sehr riskante Mission und es steht Ihnen frei abzulehnen. Die Doms sind nicht unbedingt unsere Freunde. Sagen Sie Ihrem Boss, er bekommt das Foto. Okay, er will also Fotos haben. Alle wollen irgendwie immer Fotos hier. So, jetzt können wir hier schnell speichern. Wunderbar. Habe ich schon. Da will ich gern irgendwie hoch. Okay. Na gut. Ihn kann ich schicken. Genau. Ich erinnere mich. Wir werden seine Erdwürmer schon finden. Das klang jetzt aber unnötig dramatisch, wenn du mich fragst. Da die alte Mine. So, die Fliege haben wir auch schon. Jade, kannst du bitte mal kommen? Ich habe was Wichtiges zu erzählen.
Jetzt ist wohl ein guter Moment, um dir meine neueste Erfindung zu zeigen. 2 Jahre Arbeit unter größter Geheimhaltung. Das Ergebnis der Arbeit meines Lebens. Meine kleinen Juwelen, die Jetboots. Sie laufen mit selbstgemachtem Biotreibstoff. Hier ist die Tasche mit Druckmethan. Und in der Sohle sind die 2 Turboreaktoren. Um sie zu starten, musst du einfach den Hintern zusammenkneifen. Das Transportmittel der Zukunft. Ich warte auf dein Signal, Jade. Da, zum Superaktion starten. Chili con carne! Hey, was zu... Naja, so oder so ähnlich. Cool. Falls du noch eine Vorführung möchtest, lass es mich einfach. Hol sie dir, Mädchen! Wow, warum hast du mir das verheimlicht? Naja, wunderbar. Ich arbeite ja noch daran. Änder bloß nichts mehr, die sind perfekt. Wackelig, Jade. Gut gemacht, Jade. Hey, Jade, da ist die Karte. Da kann ich immer nur Hodewachen analysieren und sehe da. Verblüffendes Foto, Jade. Kein Problem. Sag einfach wann, Jade! Jetzt! Siehst du? Dein Jetboots-Angriff lockt sie aus ihren Löchern. Ja, aber sei vorsichtig. Sie beginnen zu glühen, wenn sie sauer werden. Auf geht's! So, okay, können wir so Rätsel machen? Was haben wir da? Boostkapseln, Verdächer. Okay. Über wird dann für die Rennen. Gib dir mal was zu essen. Danke. Dem fehlt ein bisschen was. Lianisch Bank zahlt 5 Einheiten für den Materiekristall. Ich werde es prompto an die Bank transferieren. Wir zahlen mucho dinero für jeden Kristall. Bravo. Opa. Ich wollte ein Foto von dem machen. Sei vorsichtig mit diesen mutierten Anemonen. So, wunderbar. Kein Problem. Mal da, Glühwürmchen. Luziolen. Wunderbar. Da, was für nicht alles an Viechern. Hey, Jade, komm, schau dir das an. Dafür habe ich nicht die Ausrüstung. Wir werden ein paar Werkzeuge brauchen, um durchzukommen. Wir sind in einer alten Mine. Da sollte es doch einen Werkzeugschuppen geben. Seitenschneider brauche ich. Ja, würde ich ja gern. Nimmst du mit? Ah,
Dafür habe ich nicht die Ausrüstung. Jetboot-Attacke! Na endlich. Sag wann, Jade! Jetzt! Oh, super. Noch ein bisschen mehr Money für uns. So, Glühwürmchen haben wir auch schon fotografiert. Hände weg! Krohax, egal was, du solltest nicht in ihr... Hier werden noch mehr sein, Jade. Sie greifen immer in Zweier- oder Dreiergruppen an. Okay. Meine Güte, mach langsam! Du holst dir einen Leisten. Nein. Warte eher auf dich. Sitzt fest! So, können wir nämlich rein und kommen in den Sekundärschacht. Mein Gott! Quallen! Eier! Macht euch bereit, euren Schöpfer zu... Ah, diese kleinen Medusas. Lichter im Schatten. Okay, dieser Film ist voll. Gut, ich überweise eine Perle, Jade. Danke sehr. Und ich werde den Film neu laden. Da haben wir noch eine. Wunderbar. Normalerweise leben Alicias im Wasser. Tja, normalerweise. Einfach wann, Jade! Bist du? Die Großen sind Mutanten. Sei vorsichtig. Ja, die kommen bestimmt um. Sag wann, Jade! Naja, Ekelviecher, So, dann will ich kurz schauen, wo es hier unten hingeht. Ja, irgendwann zurück, das wollte ich jetzt nicht. Vielleicht haben wir etwas übertrieben, hm? Das ist genau die Art von Tierberichten, die ich mag. Hallo, was soll das, Fetzer? Mann. Sag einfach Mann, Jake! Hol sie dir, Mädchen! Kein Problem. So, wir sind jetzt hier. Ah ja, dann geht's eh, glaube ich, zusammen. Wenn mich nicht alles täuscht.
Es ist egal, welchen Weg ich da genommen hätte. Autsch! Nur, dass wir jetzt in der Werkzeugkammer sind. In diesem Schuppen sollten wir was finden können. Haben wir da? Perfekt. Ah ja. Büchse Kebabs zum Essen. Da ist er, der Seitenschneider. Hier, das überlasse ich dem Experten. Wow! Eine Barranco D53, sogar mit Seitenschneider ausgestattet. Das ist was für mich. So, wollen wir hier nochmal speichern. Gut. Brauchen wir nicht, Starkos. Ich behaupten. Das war nichts. Öffnet die Augen. Die Alpha-Abteilung ist der Komplize der Doms. Werdet Mitglied im... Mhm. Da, schau mal, was du jetzt kannst. Wer's kann, der kann's. Keine Gnade für Gitter. Wo haben wir noch das andere gesehen? Was haben wir hier für ein Riesending? Spongius Luanteus. Okay, viel Glück mit dem Rest. Erinnert mich an den Tintenfisch mit Schokolade und Kiwi-Soße, den meine Tante Geneva machte. Noch mal raus. Sehr schön. Glückwunsch. Infos zu Riesenschnecken findet man nur schwer. Tja. Hallo Kamera. Hier gibt es ja sonst gar nichts, ne? Dann wieder zurück. Das sind keine Organismen. Ich habe mal nach, weil man weiß es ja nie. So, aber dann war es das auch mit dem Part von Beyond Good and Evil. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.